So, Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu Für Nüsse Live on the Road. Huhu, Nüsschen! Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus dem Cockpit des Puma 3000. Ja, das Nussmobil, mit dem wir gerade durch das Land fahren, um Verbrechen zu lösen. Machen wir das. Ja, oder meinen Umzug ein bisschen vorantreiben. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Wenn der Sound heute nicht in gewohnter Qualität abläuft, dann liegt das einzig und allein daran, dass wir das auf einem alten Zoom Field Recorder aufnehmen und in einem fahrenden Auto sitzen. Eigentlich sind wir jetzt das erste Mal von der Qualität genauso gut wie alle anderen. Weil ich habe letztens, höre ich ab und zu hier Talk ohne Gast. Ja. Und die machen sogar so eine Dinger, wie was am Anfang, glaube ich, Jan und Olli auch gemacht haben. Da ruft der eine den anderen an. Und du hörst diesen Podcast und du musst immer lauter stellen, damit du beide hörst. Aber einer ist halt super leise im Telefon. Also ist wirklich, ich habe eine Gasse. Und der andere, es wird halt immer lauter. Und das ist so nervig, wenn du dir das anhörst. Ja. Also so schlimm so sollte es tatsächlich nicht werden. Ich höre auch ein bisschen rein. Also es ist, klingt alles annehmbar. In diesem Sinne, ne, es ist Folge 112. 112? Sicher. Und wir fahren ja gerade. Wir machen gerade, nachdem wir das ganze Zeug von Dirk ins Auto gepackt haben. Wir sind auf der R10, falls ihr jetzt... Nee, verrat es nicht, sonst finden die Leute uns. Okay. Wir sind auch mal so ein bisschen mit Adresse. Ich denke da nie mit. Neben uns ist ein schöner szenischer See. Ja. Cool. Baden hier bei Mühlenbeck. Das habe ich auch gemacht. Also, ich fahre... Oh, hast du schon gesagt? Nee. Ja, ich fahre das Mobil, einen fetten Sprinter in der Long Edition. Also allein die Ladefläche ist über 4 Meter lang. Und es hat zum Glück keine Rückfahrkamera und es gibt nur 2 blöde, dicke Außenspiegel. Und deswegen bin ich immer ein bisschen nervös, weil es sind 1000 Baustellen vor, hinter, in Berlin. Und vorhin haben wir fast kurz vor der Aufnahme, glaube ich, oder war das schon während der Aufnahme, fast ein Schild mitgenommen. Aber gut. Ich bin versichert außenrum, außer die Autoreifen. Ich wollte gerade sagen, das klappert gar nicht mehr hinten, aber just in dem Moment... Habe ich Gas gegeben, ja. Wir dürfen ja nur 60 fahren. Ja, gut. Und war kurz... Ja, und das fand ich lustig, weil die versuchen ja immer, die kriegen immer Provisionen, diese Sixt-Angestellten. Und letztes Mal hat sie mir auch irgendwie dieses extra Paket Außenversicherungsschutz mit reingewirkt. Ist ja auch nicht verkehrt bei der Strecke, die wir fahren. Aber dann hat sie gesagt, sie wissen schon, sie haben jetzt keinen Schutz für ihre Reifen. Müsste ja, okay. Ich glaube, sie hat es auch mit dieser Betonung gesagt, wie Obstler. Sie wissen schon, sie haben jetzt keinen Schutz für ihre Reifen. Nee, sie meinte dann halt noch als Beispiel, die versuchen ja dann irgendwie mal so, wenn was mit den Reifen passiert, dann müssen sie das zahlen. Ja gut, ich fahre vorsichtig. Wir sind hier in Berlin. Wenn alle 4 Reifen zerstochen werden, dann müssen sie die alle selber zahlen. Und dann gucke ich sie an, weil ich so, ja... Okay, aber hast du gemerkt, sie wollte halt irgendwie noch so ein Argument bringen, kauf bitte diesen Reifenschutz, ich krieg dafür 17%. Ich habe früher bei Footlocker gearbeitet, wollen sie noch ein bisschen Fußdeodorant? Hat Raymond nicht mal bei Footlocker gearbeitet? Raymond und Magath, glaube ich. Magath, ey, der hat hoffentlich mal Tennisschuhe verkauft. Was sind eigentlich Tennisschuhe, fällt mir gerade ein. Schuhe, die man zum Tennis trägt. Aber wie sehen denn Tennisschuhe aus? Ich habe gar kein Bild von Tennisschuhen. Turnschuhe, die eher so wie Basketballschuhe hochgeschnitten sind. Ach, die sind so knöchelschonend? Ich glaube, ja. Aber sind die bis zum Knöchel oder über den Knöchel? Also ich habe nämlich meine neuen Wanderschuhe, die gehen direkt bis zum Knöchel, weil ich das dumm fand, weil sonst hast du immer so eine steife Klötze und kannst dich nicht rollen. Ich würde auch sagen, eher direkt bis zum Knöchel. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob... Also normale Turnschuhsohle auf den meisten belegt, aber ich bin aus sicher, der Baustelle raus. Juhu, sorry. Endlich Tempolimit, Lichtgeschwindigkeit. 240, komm, da geht noch was. 7,5 Tonnen heißt das, bin ich das? Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen zugenommen über Weihnachten. Wir haben nicht gerade das Schild passiert, dass 7,5 Tonnen jetzt nicht mehr überholen dürfen und ich weiß nicht, ob ich mit einem langen Sprinter vollbeladen 7,5 bin. Ich glaube nicht, so albern, oder? Glaube auch nicht. 7,5 Tonnen. Der überholt auch. Aber der ist kleiner als Stein. Ja, beschreib doch den. Muss ich gerade sagen.
genau, und ob du bei Tennisschuhen auf Sand nicht eventuell Multinock-Schuhe hast. Was sind Multinock-Schuhe? Mit so ganz kleinen, vielen Plastikstollen. Ach, das hatten die Bundeswehrstiefel mit Schuhe immer. Ja, so Fußballschuhe für Kunstrasen haben es auch. Ja. Also du kannst auch mit Stollschuhen auf Kunstrasen spielen, aber da hängst du ein bisschen fest noch mit Multinock. Das sieht aber sicher aus. Was? Hast du den Bulli vor uns gesehen? Nee. Der hinten mit offener, zugezurter Tür fährt? Oh, fuck. Ist egal, wir haben noch einen Autosicherheitspuffer dazwischen. Ja, der kann schnell ausweichen. Also ich auch. Also ich kann einmal, glaube ich, schnell nach links ziehen. Wenn ich rechts zurückdrehe, dann fahren wir auf zwei Reifen. Das wirst du merken, wenn dann Fritz anfängt. Oh, say, can you think? Mein klassischer Reflex bei Autobahnunfällen, die amerikanische Nationalhymne zu singen. Ja, sollen wir mal zur Frage kommen? Ist ein bisschen wie Fast and Furious hier. Ja, können wir machen. Gar nicht so viel, wir schwadronieren gar nicht so viel wie sonst. Aber es was? Ist die Achso. Aufregung. Ja, aber ich kann auch zu fragen. Ja, Alter, nee, ich muss gerade richtig festhalten, weil das, was du ja nicht mitkriegst, ja. Das ist hier wie ein Boot. Das ist so, Alter, der Wind drückt das Ding so nach rechts und links. Ich bin noch lange nicht mehr so einen großen Transport. Also zum Glück ist richtig was drin. Also nach den beiden LKW ist aber auch erstmal Platz, also dann können wir auf die, entspannt, auf die rechte Spur. Okay. Ja, also ich glaube, ich bin dran, ja. Weil du hast ja letztes Mal gefragt. Und meine Frage passt jetzt sowas von gut. Uiuiui. Oder hatten wir hier schon mal die Frage? Weiß ich nicht. Wie sieht ein richtig guter Umzug aus? Vielleicht haben wir uns das einfach nur mal so gefragt. Also das Wichtigste ist Ernährung für alle Beteiligten. Das stimmt. Habe ich den Part gut abgedeckt. Aber holla die Waldfee, hier ist so viel an irgendwelchen Backwaren von Lidl. Obst, Gemüse, Nüssen und Wasser vor allem. Man dehydriert ja so leicht. Ja. Ich war extra gestern noch einkaufen und habe halt. Und wichtig sind auch immer kleine Wasserflaschen. Ja. Auch wenn die halt echt doof sind, Plastikmüll oder irgendwas. Aber du willst erstmal nichts haben, was man halt aufmacht und dann erstmal in irgendwas reingießt oder so. Und das ist echt dann schon praktisch. Und die meisten haben Cargohosen an und dann können sie sich das mal auch irgendwo reinklemmen. Das ist dann schon echt ganz gut, wenn du dann halt. Ja. Aber alleine dafür sind Cargohosen auch die Bombe. Ja, ich glaube, ich hatte heute auch nur Handschuhe und was zu trinken drin. Meine geilen Kletterhandschuhe, was sind denn das? Auch Arbeitshandschuhe. Die Tafmada-Handschuhe, die wir damals geguckt haben, ja, die eigentlich Arbeitshandschuhe sind. Aber super klein, also die Handfläche fängt bei mir hinterm Daumen an. Ich glaube, wir haben die ja damals auch irgendwie mit so einem Online-Ratgeber gekauft, wo es hieß, nee, unbedingt, die müssen richtig klein sein, damit die richtig griffig sind. Dann beim Lauf selbst haben wir doch die ganze Zeit gedacht, so, also ohne Handschuhe hätte ich einen besseren Griff. Du hörst dich? Es hört manchmal so, ich höre dich gar nicht so laut, aber wenn du. Ich höre mich, ja. Okay. Ja. Ja, krass. Du kannst ruhig was sagen, dann kann ich auch lauter reden. Nee, alles gut. Dann rede ich ein bisschen mehr nach vorne. Also Verpflegung auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall brauchst du auch Leute, die mithelfen, das Wichtigste. Ja, und da, ja, 100 Punkte heute. Ja, uns hat gestern so eine ganz traurige Socke dann halt irgendwie, also nicht abgesagt, aber halt in der schwammigen Art und Weise halt nicht wirklich das gesagt, was man vorher so auf dem Schirm hatte, dass er dabei ist. Ja. Und das hat mich natürlich total geärgert, weil das waren halt dann irgendwie keine 24 Stunden vorher, man hat alles organisiert und dann ist, ja, nee, ich helfe da in den Windberg. Und wir sind halt nicht so viele Leute. Also das genau. Ist halt ich hatte, als ich mit Fieber im Bett lag, musste ich auch bei dem Umzug absagen. Ja. Aber das waren halt irgendwie 15 Leute. Und du kannst aber vielleicht das kommunizieren. Ja. So, also das wurde ja nicht kommuniziert. Man musste ihn aus der Nase ziehen. Man weiß auch nicht, was ist. Es ist halt einfach nö. Und dann, ja, aber dann habe ich halt auch relativ schnell gemerkt, du hast auch kein, also ich habe mich zu aufgeregt. Ja. Aber es war halt noch echt Dinge zu tun und du hast auch keine Zeit. Du hast keine Zeit, dich aufzuregen. Und dann denkst du, ja gut. Wie geht's denn sonst? Ja, kriegen wir hin. Haben wir auch hingekriegt. Ja, also dafür, dass wir zu dritt waren, war das erstaunlich effizient alles. Altbau, vierter Stock. Ja. Kann ich jetzt ja sagen, nachdem ich da weg bin. Ja, und wir haben, obwohl Jan darauf drängte, nichts aus dem Fenster geworfen. Stimmt. Jan wollte immer Schuhe aus dem Fenster schmeißen, Bettdecken irgendwie. Und Jan, auch nochmal, Jan ist der am wenigsten geschleppt hat.
Also eigentlich haben wir alle gleich viel geschleppt, aber so schwere Sachen, das ist dann schon, das, da haben wir uns dann schon gefreut. Ich aber auch, muss auch fairerweise sagen, damals schon in der Schauspielschule immer unsere Spezialität gewesen, schwere Sachen zu schleppen. Stimmt, also wenn irgendwer gesagt hat von wegen, ey Leute, ihr kriegt eine Schüssel Reis und Wasser, wenn ihr beim Umzug helft, was? Auch noch Wasser dazu? Es gab doch Monate, wo wir gefühlt jedes Wochenende irgendwem beim Umzug geholfen haben. Ich habe ja sogar, ich glaube, das habe ich mit Philipp gemacht, da habe ich beim Umzug geholfen von einer Bardame aus dem Hops in Bali, die uns einfach gefragt hat, weil wir so dumme, Alter, 12 Kilometer Baustelle, weil wir so dumm lang immer in jede Woche da drinne waren und dann meinten sie, hey Jungs, ihr seid doch stark, oder? Und wir ziehen, ich ziehe um und... Das ist eine gute Eröffnung. Ey Jungs, ihr seid doch stark. Oder seid ihr Mädchen? Und dann hast du halt schon drei Bier drinne. Ja, ne? Und dann stehst du halt neben dir, ist dann der Braumeister, der dann irgendwie sagt, Und dann sagst du, ja klar, wieso, soll ich dir jetzt ein Fass aus dem Keller holen? Nee. Nächstes Wochenende. Boah, ja, wir haben gerade Teerlust. Frischer Teer. Weil wir fahren gerade durch so eine schön neue Passage. Die kurz mehr auf. Ja, bitte. Das ist auch gut für den Sound. Achso, stimmt. Wir haben gerade Fenster auf, damit wir nicht ersticken. Aber jetzt wieder zu, damit wir ersticken. Naja, jetzt können wir doch wieder ein bisschen an, oder? Aber holla die Waldfee. So, ja. Ja, genau. Und dann hat die gesagt von wegen, ey, habt ihr Bock zum Umzug uns zu helfen? Wir waren halt schon zum Umzug, beim Umzug uns zu helfen. Und wir waren halt schon angetütert. Und wir, ja, klar. Und nächsten Tag meint Philipp, Alter, sind wir jetzt beim Umzug dabei? Ja, haben wir gesagt. Scheiße. Und so schnell hat die einfach mal zwei Umzugshelfer. Und wir waren halt auch die fähigsten Typen. Sie hatte da ihren Freund, der halt irgendwie, keine Ahnung, Hörsebrech studiert hat oder so. Der war halt total unfähig. Ja. Und dann hatte sie drei echt nette Mädels, aber die hatten halt nicht die körperliche Konstitution wie Philipp und ich. Und Philipp und ich waren dann irgendwie echt die fremden Idioten, die dann halt Herd, Spülmaschine, also die ganze schweren Scheiße haben wir geschleppt. Alles haben wir geschleppt. Ich bin dann auf Umzügen auch gerne der, weil ich auch irgendwie, dann hatte ich einer Kommilitonin beim Umzug geholfen, dann war es halt so, auch alles nur so Lappen und so zwei, drei Mädels. Und ich so, bin dann der, du gehst dahin, du bist dahin. Kilometer vor dir musst du mit 5 Minuten Verzögerung durch Stau rechnen. What? Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Ja, wir haben heute auch einen Gast. Google ist... Hat die da gerade mit so einer positiven Stimme so? Ja. Du bist immer noch schneller als alle Idioten, die es umfahren. Ich weiß nicht, hast du diesen Skandal neulich gelesen, dass Google liebt mich nicht. Wo du auf der Welt bist, dir andere Karten anzeigt? Wie andere Karten? Andere Nationalgrenzen. Also wenn du in China bist, ist Tibet nicht dabei. Wow. Sowas halt. Wir sind ein neutrales? Nee. Ja, ich meine, das ist ja die Sache. Google verkauft sich immer so als, wir sind das gute Netz und so. Nee, ihr seid Monster, die auf Werbung und Daten basieren. Und die halt einfach in jedem Land schauen, wie können sie den besten Deal abgreifen. Und es geht halt in China besser, wenn Tibet von der Karte verschwindet oder Indien und Pakistan als so umstrittene Gebiete dann rübergeschoben werden. Krasser Scheiß. Und dann war ich halt auf solchen Umzügen immer der die Leute auch organisiert hat und gesagt hat, einfach so Sachen wie, lasst uns doch eine Kette machen. Weil das war dann... Eine Kette ist so wichtig. Ja, dann du kommst halt an und denkst so, Warum trägt hier jeder die Kiste über 4-5 Stockwerke hoch, wenn wir 5 Leute sind? Jeder in ein Stockwerk, das geht. Du bist immer froh, wenn du die Kiste hingestellt hast und gehst hier nur eine Treppe hoch. Das ist halt so eine Motivationssache halt auch. Und es ist auch immer was da, du stellst immer was ab, du erreichst immer was. Ja genau, es steht ja auch nichts im Weg. Dir kommt ja auch keiner in die Quere, weil halt das einfach so eine ganz fein saubere... Gibt es das nicht schon im Tierreich? Ja, Ameisen machen das wahrscheinlich anders als Straße, aber... Ja. Gerade jemand außen an der Scheibe. Ja, mein ganzer Quatsch. Ja, ja. Oh, noch mehr Kleingarten. Aber auch einer der lustigsten Umzüge und chaotischsten damals, denn der Fritz hat mir ganz... Ich war 19. Oder der Stimmt, Klausemann war 19. Hat mal in einem Laden gelebt. In einem Laden. Großfristig. Ich weiß nicht, hast du da mal gepennt drin oder war das immer nur so eine Zwischenstation? 2-3 Mal. Da warst du schon mit Annika zusammen, oder? Nee. Nee, dann habe ich dann, es war ja nur,
Ende war halt nur mein Zeug in dem Laden. Ja. Bis zum Umzug, weil ich einen Monat überbrücken musste und meine alte Wohnung war schon vermietet. Meine alte Wohnung war eigentlich im Erdgeschoss Hinterhaus. Wie teuer war der Laden? Das habe ich irgendwie 200 oder so gekostet, aber... Ja, ich hatte ja kein Auto und konnte nichts abladen. Dann war das halt irgendwie so, ja, okay, dann ist es halt irgendwie so. Und mit Inge haben wir den Umzug gemacht. Inge ja. war dabei und ja, ich war Inge dabei. Und ich, zu dritt. Inge und ich sind ja zusammengezogen damals. Ah, okay. Das war ja die Sache, wo Inge in... Was hat er da gewohnt? 6 Monate, 3 Nächte in der Wohnung geschlafen hat und dann fiel ihm auf, nee, ich glaube, ich ziehe doch mit meiner Freundin zusammen. Ja. Mit der ich, Stimmt, der hat ja echt ganz wenig nur da. Ja, ja. Also der war wirklich... Ich glaube, nach der Einweihungsparty und noch 2, 3 andere Nächte hat er da gepennt. Deine Feiern waren auch ziemlich grandios immer da. Die beiden, ja. Aber die waren gut, ja. Beachparty und... die Piratenparty. Hast du nochmal eine Bond-Party? Ah, nee, du hast so eine Bond-Beach-Hose gehabt, ne? Bei ja, deiner, ja. Die war auch heiß. Ja, ja genau, eine Kette. Eine Kette ist super wichtig. Was auch gar nicht praktisch ist, unpraktisch ist, also ich bin's, versuche das echt immer, ach was, ich springe ja die ganze Zeit. Nee, dein Umzug, genau. Wo mein Zeug auf dem Boden verteilt lag und es lagen überall Kisten und so Kallax-Boxen. Ja, und auch gerne mal einfach nur eine Box an sich, also eine richtige Lautsprecherbox. Und Klaus hat die genommen und Inge und ich standen im Raum, mein Gott, was ist hier los? Hier ist ja nichts gepackt. Ja, wieso? Und dann nimmt er halt so eine Lautsprecherbox, dreht die um, will es doch hinten holen, nimmt da irgendwie hier Socken, packt da rein. Was habt ihr denn? Es war ehrlich nicht viel zu tun, aber es war halt einfach nichts vorbereitet. Ja, ich räume ein. Das würde ich ja, aber das ist fairerweise, das war der eine Umzug, bei dem du mir geholfen hast, weil ich immer noch in der alten Butze wohne. Stimmt, stimmt. Also wie lange wohnst du jetzt? 15 Jahre? Seit ich 19 bin. Oh Gott, ist das wirklich so? Nee, 20 war ich damals. Also ich wohne da seit 2006. Ja, okay. Ja. Seit der fast 15, ich, Sven hatte damals auch gerade den Laden aufgemacht. Echt? Ja, und da war vorher eine Galerie drin und der Raum, das war noch alles leer. Und da war eine Leinwand, wo er die WM-Spiele übertragen hat und es gab Bier aus der Kiste. Geil. Also wirklich... Weißt du, wo Sven gebürtig herkommt? Ja, aus Wittenberg. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Sehr lustig. Und ein Stau. Geil. Endlich. Wir können ein bisschen mehr reden. Nur weil hier irgendein Künstler mit einem Auto voller Handys hinten rum saß. Ich weiß nicht, wie breit die zwei linke Spur ist. Meinst du, ich kann da vorbeizischen oder? Weiß ich nicht. Ich habe da nicht so Lust drauf. Ja. Lass mal, wenn früher oder später muss ich auch die rechte Spur bewegen. Der Wagen geht sogar aus. Ja, das war ein sehr lustiger Umzug. Da war halt, glaube ich, auch kein Trinken, keine Kette. Es war nur... Ja gut, aber ich wohnte ja im Erdgeschoss. Ja. Was hatte ich denn damals? Ein Bett, das Kallax und halt die billigen Bücherregale. Aber ich habe ganz kurz ein Problem. Jemand schreibt die ganze Zeit oder mich anruft oder ob ich jemand anrufe, weil es eine Hosentasche ist. Wir fahren ja auf der linken Spur in so einer ganz engen Baustellen-Dings, deswegen bin ich so ein bisschen konzentrierter, jedenfalls tue ich so. Und Klaus versucht sein Handy zu kalibrieren. Ich richte unseren Kompass aus, damit wir uns hier an den... Wir fahren nicht so schnell, ich kann auch aussteigen und die Pöller ein bisschen nach links schieben. Ja, das ist so langsam sind wir jetzt auch nicht. Die 50, schaffe ich ja wohl easy neben dem Auto. Ja, genau, das war ein guter Umzug. Ja, und was immer auch wichtig ist, glaube ich, also was du ja auch gesagt hast, ne, die Leute müssen gut versorgt sein. Ja. Und die müssen dann halt auch irgendwie so zum Schluss, muss es halt irgendwie einen guten Abschluss geben. Das heißt, irgendwie man hat was Gutes gekauft. Klassiker ist ja der Kasten Bier. Ja, stimmt. Ja, also ich hätte auch kein Problem, wenn man nachher dann halt irgendwo noch irgendwas essen und Bier trinken oder so. Ja, also ich bin tatsächlich beim Bier raus, aber nur, weil ich morgen früh klettern gehe und den ganzen Tag beschäftigt bin. Und, Jan, glaube ich, wäre auch raus. Ja, ich arbeite im Hotel. Und dort, das Ding ist auf der Spur. Komme ich hier dran vorbei? Ja, oh Gott, ist das knapp. Aber du hast es auch knapp gesehen. Spannung, ja. Ich habe es auch knapp gesehen, ja. Okay, weil ich dann irgendwie dachte, aber das war nur mit ihm. Was? Weil es war nur mit dem großen LKW. Ja, ja, aber der stand ja auch auf der Spur. Ich weiß nicht, warum.
Das ist Moderation, die muss so krank sein. Aber man fährt hier einfach mal so auf Arsch knapp und dann moderiert man sich doch einfach. Also eigentlich ja ganz, ja, lustig, ganz lustig, aber ja. Gottes Willen, ich roll hier manchmal auch so mit. Ich könnte die mit der Hand anfassen hier, ne? Ich habe noch eine gute Frage für die Rückfahrt, also keine Sorge, wir sind hier. Also, das wird eine Doppelfolge machen. Mit Unterhaltungsprogramm versorgt, ja, würde ich sagen, oder? Wenn schon. Ja. Wenn schon, wenn schon. Was ist denn mit Klamotten? Die haben auch alle, ja, das Geile ist, Jan sah schon so schick aus. Das Einzige, was ich fand, er hat eine super moderne Sportjacke, wo so ein Fleck drauf war. Aber der sah aus wie Staub und nichts Schlimmes. Ja. Und das war so seine Schmutzjacke. Aber ich sehe, das ist ja, man legt ja irgendwie immer, also du gehörst ja auch zu den Leuten, die immer viel zu viel zurücklegen für so zurücklegen? An Klamotten. Ja. Für so Schmutzklamotten, wenn du denkst, ja, wenn ich schleife, wenn ich male. Ja, ich habe eine Arbeitsklamotten-Kombi komplett mit Malen so. Und das ist jetzt was super Altes, das hast du ja auch gesagt. So. Ich habe ja halt. Ja. Ist das eigentlich der Sweater, den du aus der Lampe? Das, ja, genau. Damals? Ja. Aber die Hose? Ja, die Hose ist super. Dirk trägt gerade so eine Latzhose, die er schön durchgeschwitzt hat. Da ist hinten direkt über seinem Arsch das Gesicht Jesus drin. Und jetzt klingelt er in seinem. Nee. Was klingelt? Dein Telefon vibriert ja immer. Kannst du mal gucken, ob der uns reinlässt? Was, ein Eingefühl? Wie sehe ich das? Ja. Okay, jetzt sehe ich den nicht mehr. Gut. Ich nur deinen Kopf sehe. Ja, ich. Einfach mal rollen lassen. Hier würde echt eine Rückkamera helfen. Ja, ey, das wäre so gut bei diesem Panzer. So wie ich vorhin halt auch den Bordstein mitgenommen habe. Ich habe keine Reifenversicherung! Schön, darf man schreien? 6 Kilometer vor dir musst du mit 8 Minuten Verzögerung durch Stau rechnen. Ach. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Ja, doch. Sehr beruhigend. Sehr, sehr, sehr beruhigend. Ja, dass du halt einfach Schmutzklamotten und stabile Schuhe auch hast. Ich habe nur so eine dumme, meine Sportler, mit denen bin ich Xletics gelaufen. Die wollte ich ja dann irgendwie wegschmeißen, ja. Dann habe ich gedacht, ach komm. Dann habe ich die gewaschen und dann habe ich gedacht, das sieht ja noch gut. Dann bin ich damit immer nur im Keller und habe da irgendwie Scheiße mitgemacht. Und ja, und dann habe ich vorhin, als ich mir die angezogen habe, die haben ja auch so ein Kunstleder oder sowas, erstmal schön zwei Ösen durchgerissen. Da dachte ich, oh. Ich hatte ja eine Zeit lang immer, als ich die noch hatte, meine alten Kampfstiefel. Kampf? Achso, Bundeswehr. Also die Bundeswehrstiefel. Ich dachte jetzt irgendwie vom Karate oder so. Nee. Wir kämpfen halt mit Motorradschuhen. Aber da kannst du halt einfach Sachen bequem drauf abstellen. Du hast halt irgendwie gerade eine Schrankwand, ja, oder so, trägst die, eine Stahlkappe in der Zwischenetage. Halt. Nee, hat sie nicht. Aber, aber das Leder ist trotzdem robust genug, okay, dass du da halt was drauf abstellen kannst. Ich hatte ja damals, weil das ist ja noch eine Originalhose aus meiner ersten Ausbildungszeit, als ich 17 war, habe ich ja bei DT Immobilien gelernt. Die gibt es gar nicht mehr, die Firma. Und das war halt irgendwie Standardausführung. Ich weiß gar nicht, ich hatte damals schon so lange Beine wie jetzt. Aber wenn ich die Hose richtig anziehe, dann sind meine Knöchel frei. Aber da kann ich mich nicht drin bewegen. Und ja, da hatten wir so richtig coole Klamotten von vorne. Also cool für die 90er. Wie der Meister damals gesagt hat, da können Sie mit in die Diskothek gehen. Und das ist so, ja, oder auch nicht. Unangenehm. Ja, und da hatten wir halt dann auch richtig schöne alte, abgewetzte, also richtig neue, aber die waren so schnell abgewetzte Arbeitsschuhe. Und du hattest ja auch dann immer, die Sache ist, wenn du in so einem Unternehmen bist, dann hast du ja immer recht pro Jahr irgendwie neue Schuhe, neue Jacke. Und dann waren die halt damals schon von Gore-Tex siebenlagig und so ein Zeug. Und da haben sich Leute immer die geholt und haben die dann immer vertickt. Und haben die dann halt irgendwie diesen Aufnäher, haben die dann mit einem Cutter zu Hause aufgeschnitten, ja, weil das war halt dann so richtig aufgestickt so. Und dann haben die das halt dann abgeschnippelt und dann gesagt, von wegen, ja, verkaufen wir so. Obwohl du ganz deutlich siehst, dass von welcher Firma das war. Naja, und diese, aber die Stahlkappen in den Schuhen, die waren natürlich total geil. Dann bist du halt dann irgendwann auch dran gewöhnt, weil alle es wissen. Ja. Und dann gibt es immer die Gags von wegen, ja, da wird von der Werkstatt nach Hause gefahren und jeder fährt dem anderen erstmal über den Schuh. Oh, sorry, oh, Entschuldigung. Bis dann irgendwann mal so rumschreit, hey, ich hab Sneaker an, ich hab Sneaker an. Oh, Alter, das wäre knapp gewesen. Ja. Aber echt so viel Blödsinn gemacht. Ja. Das muss ich noch gerade überlegen, das wäre knapp gewesen, weil ich hatte so ein Video gesehen, von einem der Boulderer, die ich öfter mal schaue, und der macht halt auch so Routenklettern. Ja. Du hörst dich wirklich? Weil du so, ich höre mich wirklich. Aber dann ist das, was dann da ist. Ja, eins zeigt auf mich, eins zeigt auf dich. Ja. Also eigentlich haben wir einen ganz guten Klangkanal. So.
Und er meinte, in seiner Jugend, weil er hat gerade mit seiner Freundin irgendwie geredet, während er sein Seil festgemacht hat, dann hat er irgendwie so eine Übung gezeigt, um seine Zehen zu durchbluten. Und dann meinte er, stopp, ganz kurz, genau das sollte man nicht machen. Irgendwas anderes, während man seinen Knoten macht. In der Jugend ist es ihm zweimal passiert, dass er an die Wand gegangen ist, also ans Lead Climbing, ans Vorstiegsklettern, und keinen Knoten hatte im Seil. Also er war nicht angeknotet. Und er meinte, er hat es beide Male... Solo. Ja, er hat es beide Male zum Glück in der Halle bemerkt, weil ansonsten, wenn du oben den letzten Haken nimmst mit dem Seil, in dem Moment drückst du dich eigentlich von der Wand weg und seilst dich ab. Ja. Und er wäre halt einfach gestürzt. Aber da war ihm halt auch schon, er war halt das eine Mal irgendwie so auf 10 Meter Höhe, ohne Seil. Und er war halt Teenager und so. Ja, wow. Und da hat er es halt nur gemerkt, weil ihm das Seil rausgefallen ist. Ich war ganz, ganz erfahren, dass man den malerischen Fahrtwind hört, weil gerade... Malerisch oder den Regen halt einfach. Ja. Also gerade peitsche sie echt ganz schön gegen. Es muss auch schön wieder gegen alles Mögliche halten. Ja, aber... Aber das Geile ist halt auch, es ist blauer Himmel. Staugefahr. Sehr gut. Ich finde die auch tatsächlich, also die Tafmada-Handschuhe, ich finde die halt nicht mehr, aber vielleicht habe ich die auch irgendwo mal entsorgt. Aber die sind halt für den Umzug echt praktisch, wenn du eine Waschmaschine trägst. Aber, ja genau, was vorhin. Ich muss auch sagen, wir haben ja vorhin eine dumme Waschmaschine mit Zementfuß und sowas wieder geschleppt, also Klassiker. Und die war aber, die ging leichter als letztes Mal. Ich weiß, als wir die hochgeschleppt haben, da bist du auch einmal abgerutscht oder ich oder so. Ja. Wir haben es richtig geflucht und dachten, es geht nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wir haben auch x-mal das aus dem Rücken wieder angehoben und so. Okay. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich fand es diesmal auch wesentlich leichter. Aber also dafür sind die halt einfach gut. Nicht nur, weil die halt die Hände schützen, und, sondern auch, weil die halt den Grip haben. Ja. Und du kannst dann halt gerade an den, und Waschmaschinen sind ja echt einfach scheiße zu tragen. Das war auch natürlich unser klassisches Thema, warum hat eine Waschmaschine nicht einfach einen Griff? Ja, genau. Also einfach so viele Geräte, Standardgeräte haben mittlerweile halt Griffe. Ja. Und es ist ja echt keine große... Also eingebaute Griffe. Ja, und ich meine, Waschmaschinen sind halt beim Umzug einfach immer, es ist halt immer das Gerät, was einfach das Schlimmste ist, und jeder weiß das bei jedem Umzug, das ist halt einfach ein mega Scheiß, ein dummer Aufwand, eine Waschmaschine da irgendwie zu transportieren. Und vor allem, wenn du sie tragen kannst, dann ja auch in der Regel nur da, wo das Metall sich in die Finger schneidet. Ja, ja, also das muss ich sagen, die Handschuhe vorhin, die haben halt irgendwann ein bisschen gerutscht, aber trotzdem, da die ganze Handinnenfläche halt Gummi ist, das war dann halt echt schon gut. Also das hat schon echt viel gebracht. Wir fahren in den nächsten Stau übrigens gerade. Ja. Ich hatte sie ja von unten, die Waschmaschine, aber das ging tatsächlich auch. Die hat unten so ein komisches gitterförmiges Wabenmuster. Ja. Ich meine schon, das ist so ein bisschen wie in so eine... so eine Tasche greifen beim Klettern. Und schön ist natürlich auch, dass Waschmaschinen immer noch so ein bisschen von der Kloake ablassen, wenn man sie transportiert. Da halt auch wichtig, ich habe so Panzertape und ich spare damit immer, weil ich immer denke, oh, das ist so gutes Tape, da muss der halt echt, das muss einen Grund haben, dass ich das, und da habe ich gestern gesagt, ne, und habe dann halt drauf und dann richtig dumm so einen Ball gewickelt, weil ich dachte, ich habe mich noch erinnert, mein letztes Mal, als wir das hochgeschleppt haben, irgendwann so blöd. Und du musst es festhalten, du hast das Gefühl, irgendwie so ein toter Iltis platzt dir gerade auf der Brust so. Und denkst so, und kannst halt nichts machen. So. Und ich dachte, nee, jetzt kam es halt irgendwie, glaube ich, unten raus, ne? Ja, also, irgendwo hat sie noch ein bisschen Restwasser. Also auf jeden Fall weniger als letztes Mal. Ja. Ja, das ist halt einfach richtig, richtig räudig. Wir haben nur noch 123 Kilometer zu fahren und fahren angeblich in einer Stunde 40. Aber das ist so komisch rot. Ich könnte mir vorstellen, das bedeutet Stau. Hat irgendwer angerufen, nicht Wichtiges? Habe ich nicht. Wir sind auch immer noch auf der schnellsten Route, sagt Google. Na dann. Hm. Was denn noch mit Jan Auto? Ja, früh genug organisieren. Ja. Also wie Jan halt, unser dritter Mann im Bunde, auch schon gesagt hat, was stimmt für Berlin, wenn du Umzüge in Berlin machst, sind diese ganzen Sachen wie Miles im Moor, nee, Miles nur, glaube ich, Robben und Windjes, also die klassische Robbe. Aber früher waren sie doch mal Miles im Moor, jetzt sind sie nur noch Miles? Ich dachte, Miles im Moor ist beim Fliegen. Achso, das stimmt. Ja, ich weiß, ja, okay, jetzt weiß ich, wie du meinst, ja. Und halt, wie sie alle heißen, die sind echt praktisch. Aber du musst in Berlin umziehen, weil die haben halt einfach diese hohe Kilometerpauschale und da bieten sich halt echt diese Klassiker halt an. Und das wäre dann, und da siehst du zum Beispiel, dass irgendwas uns reinlässt? Na, wenn dann. Also ist der Transporter, der da ist, also lässt der uns rein?
Siehst du das? Ja, muss er doch, oder? Ja, ja, muss er, aber kann ja auch sein, dass es ignoriert. Ja, und dann ja, wird bleibt stehen. Ja, jetzt sind wir wieder schweigend dabei, weil wir jetzt einfädeln. Wir müssen uns auf den Stau konzentrieren. Ja, und dieser Wagen ist halt einfach keine Ahnung, wie lang ist das ganze Ding? 5-6 Meter? Ja, 5-6 Meter. Ich habe kein Gefühl dafür. 4-6 Meter hätte ich auch jetzt ad hoc gesagt. Ich winke, aber sie sieht ja keiner. Ja. Man bedankt sich auch mal beim Fahren. Wir stehen schön und so. Ja, genau. Und die Karre dann früh genug organisieren, weil je früher, desto günstiger wird es halt auch. Ja. Das ist aber echt, also Rob und Wienchen ist glaube ich auch nur in Berlin. Eigentlich. Ja. Also du kannst halt Robbe. Also Robben und Winches, also auch Robbe ist ja mittlerweile echt so groß mit der App, dass du es halt einfach so holen kannst und dass du halt auch so Merchandise, halt irgendwie so Pulli mit ja, Robbe die, und die so. Die wurden ja kürzlich auch gekauft. Ach stimmt, vom Buchbinder, ne? Ja, stimmt. Aber das ist halt so wie AEG, ne? Der Name ist halt so im Kopf, dass die Leute sagen, ey, ja, lass total. Bloß den Namen stehen, weil wenn wir sagen Buchbinder, denken die, ja. Ach, das ist dieser teure. Nee, nee. Ja, ja, vor allem halt so, ja, das sind diese schäbigen Bilder, aber Robben und Winches gibt es auch nur in Berlin, oder? Ja, aber in Berlin, Dirk nickt gerade, während er Wasser trinkt. In Berlin ist es aber auch einfach so eine krasse Marke. Ja. Also einfach, ja. Und es ist halt auch irgendwie cool. Also ja. Damals kam ich nach Berlin, da hieß es von wegen, ey Berlin, deine erste Sightseeing-Tour musst du klassisch machen. Und das heißt, das machst du mit dem Robben- und Winches-Transporter. Ja. So, das ist halt einfach viel cooler, als wenn du jetzt irgendwas anderes hast. Ja. Ja, und mittlerweile gibt es ja halt auch einfach dieses Sharing-Ding, dass du halt nicht normale Autos, sondern halt überall stehen Robben rum. Also ja. Überall auch nicht, habe ich ja letztens genutzt. Was auch ein bisschen assi ist, dass du halt in einem Wohngebiet aus Lichtenberg oder sowas, wo halt dann auch schon so ein Hochhaus-Wohngebiet, wo die ja ein eigenes Parksystem so drinnen in der Mitte haben. Und das ist halt auch wichtig, dass alles geleitet wird, weil da sind ja so viele Menschen, die da wohnen und somit halt auch so viele Parkplätze genutzt werden müssen oder ja. Bedarf ist da. Und dann stehen da halt einfach nochmal 20, 30 Robben drin rum. Und da hat mich sogar eine Anwohnerin halt angekackt. Meinte, ja, immer stellt eure Sachen hin. Da meinte ich, ja, wir müssen das. Meinte sie, ja. Wer sind denn wir? Meinte ich, ja, die Nutzer von Robben und Winches. Ich würde sie auch gerne mal vor die Haustür stellen, ja. Aber die haben halt ihre festen Gebiete. Meinte sie, ach, sie arbeiten nicht dafür? Und da hatte ich halt auch irgendwie den Zipper ja. Und Mütze auf. Und meinte sie, nee, wieso? Ach, ich dachte... Ja, das ist das Schöne, weil Dirk und ich sehen heute auch aus wie Umzugsfirma Paschulke ja. Und Söhne. Ja, das war ja vorhin das Erste, was du gesagt hast, als du mich gesehen hast. Ja, ja, ist es diese Latzhose ist halt, jetzt hast du auch noch den Skilermaß in der Tasche. Also ja, jetzt ist das Bild vervollständigt. Ja, und dann halt so eine alten, bunten Sneaker. Ja. Das ist ja auch mal die passen. Die haben ja halt irgendwelche Fachen, also ich habe letztens auch wieder gesehen, hier in der Nähe vom Royal, da standen halt auch zwei Transporter, also echt große. Und die... Stellen mich ausziehen hier. Das ist richtig versteht, ne? Ja. Und die Transporter, die hatten auch ne, so eine Fachfirma und hatten ihre Leute da. Und die hatten halt auch von der Firma halt einen Pulli an, Latzhose, alles. Und unten hatten sie halt irgendwelche alten Sneaker. Nicht halt gerade da. Also das, was dir halt auf den Fuß fällt, das ist dann ab. So, wenn du da halt einfach mal ein Metall... Ja, aber das ist dann ja wieso. Und mittlerweile gibt es ja echt geile, also früher gab es ja echt diese gruseligen Dinger, die glaube ich noch modisch in den 70er waren. Einfach irgendwelche komischen Halbschuhe aus den 70ern mit Stahlkappe. Und jetzt gibt es ja mittlerweile halt, die sehen optisch aus wie Sneaker, sind ja. Total weich und haben trotzdem vorne eine Stahlkappe. Und sowas kann man ja dann, naja, ist halt einfach ein Sicherheitsding. Ja, ich meine, es ist halt auch, natürlich willst du es halt auch für die Handwerker dann so attraktiv wie möglich zu machen. Ja. Also nicht nur, dass du dann sagst, ja, zieht euch halt irgendwas an. Das sind halt irgendwelche halben Halbschuhe. Weißt du, was ich komisch finde, was du in Amerika immer siehst, vor allem bei Sitcoms oder irgendwas, ja. Was ich hier nicht sehe, sind die Lendenstütze. So stimmt, diese, ja. Dieses, wenn du hebst, dass du nicht dann komplett dir halt irgendwie einen Lendenwirbel rausklopfst und so. Ich glaube aber, die professionellen Umzugsunternehmen haben das öfter. Ja, aber hier wird voll, also bei uns in Friedrichshain wird doch voll oft umgezogen, da sehe ich das immer gar nicht. Oder hast du schon welche gesehen? Ich habe schon mal welche damit gesehen, so, okay. Aber ich sehe es auch nicht oft. Ja. Oder zum Beispiel so Gurte, wo du dann halt in den Gurt zum Beispiel ja. Auch noch Gewicht klemmen kannst. Das sagst du, wenn du zum Beispiel ein Klavier oder so. Witzig, dass du Klavier sagst, weil das war neulich eine Meldung im Tagesspiegel, glaube ich. Oder ah, das war auch von dieser Sängerin. Ja, genau. Ja. Sängerin und Pianistin. Die super teure alte Klavier. Ja, also den Konzertflügel. Ja. Die haben den, $165.000 irgendwie so in dem Dreh, kaputt gemacht
Und der Hersteller meinte auch, ja, können wir nicht reparieren. Also der ist kaputt. So verzogen, dass der Rahmen irgendwie auf dem Arsch ist. Ja, und die Firma meinte auch so, ey, das tut uns leid. Das ist uns auch noch nie passiert. Aber das haben sie sogar bei, wie heißt das mit Klaas auf Umlauf, der Podcast, der heißt Baywatch Berlin. Ja. Und selbst da haben sie es halt gesagt. So. Da meinten sie von wegen, die hätten wohl den klassischen Satz gebracht, ja gut, schwer zu erklären, ist kaputt. Ja. So, und dann, boah, ich bin ziemlich dicht an dem Transporter, kann das sein? Ja. Lenkt der zu weit nach links oder was? Ja, lenkt zu weit nach links. Ja. Oh. Also denke ich, glaube, da hat rechts noch ein bisschen Raum. Letztens hieß es auch von wegen, dass super viele besoffen sind, halt auch. Die, also vor allen Dingen leider das Klischee wieder bedienen, die dann halt irgendwie aus dem Ausland kommen, weil die dann halt mehrere Wochen unterwegs sind und dann gibt es für die nichts außer, wenn die halt Freizeit haben, ist halt irgendwie Alkohol und billiger Sex. So. Und dann gibt's halt, haben sie halt dann irgendwie mit versteckter Kamera auf irgendwelchen, also es war so ein extra RTL-Ding, haben sie dann die halt gefilmt. Das sieht echt ganz schön nach links, ja. Meinst du, ich kann da gar nicht mehr rein? Weiß ich nicht, jetzt dreht er wieder ein bisschen nach rechts. Wie siehst du das mit dem Spiegel, Außenspiegel? Kommt der jetzt zu nah? Komme ich da weiter? Ja, das geht schon. Gut. Ja. Weil ich also, bin hier auch fast an der Bande ran. Solange wir hier Schrittgeschwindigkeit fahren. Aber wenn ich so fahren würde wie der Golf, dann würde ich hier gegen klatschen. Ja, cool. Das auf seiner Führerkabine steht auch in Frakturschrift Gott mit uns. Also es ist ein weißer Gott, aber ne? Es stand ja bei den Nazis auf der oder bei der Wehrmacht auf den Gürtelschnallen. Echt? Ja. Ach du Scheiße. So ein alter. Ich glaube eigentlich kommt es noch aus dem preußischen Militär, aber. Naja, aber der hat es bestimmt so nazimäßig übernommen, oder meinst du, das ist so ein preußischer Gedanke? Man weiß ja immer nicht so. Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Vor uns blinkt jemand links, zieht auf die rechte Spur, fährt jetzt in der Mitte. Also als sie rechts war, hat sie nochmal links geblinkt. Kurz mal gucken, komme ich da rein? Und jetzt stehen sie da. Uff. Ja, also den Raum hast du hier noch. Wie viel? Ey, wenn ich an dem vorbeikomme, echt. Guck mal, was er jetzt macht. Aber wir kommen nicht an dem vorbei. Aber jetzt plötzlich hat er ausgeholt. Zieht er die Rettungsgasse, oder? Davor ist auch der geile Transporter mit lebende Tiere. Gott, ja, Rinder. Wir sind hier wie in so einer Form, wie in einer Folge von Alarm für Cobra 11. Nur in Zeitlupe. Die armen Viecher, ey. Alter, der fährt aber echt ganz schöne Schlangenlinien. Ich wollte gerade sagen, warum fährt er denn jetzt wieder zurück? Der hat doch gerade ausgeholt, das war doch super. Es wird langweilig für euch wahrscheinlich, weil wir echt gerade nur beschreiben, aber es ist so dicht bei dicht hier. Ja, weil wir sterben. Und vorne sehe ich halt auch schon wieder irgendwas blinken, aber was Blaues. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch noch auf so einen doofen Unfall drauf fahren. Also. Schwer zu sagen, ja. Gott, diese Folge wird ewig lang. Nee, wir sind gerade bei 37 Minuten, eigentlich ist die Folge recht kurz. Echt? Also 37 Minuten? Okay, das heißt, wir sind jetzt wie lange uns schon unterwegs? Stunde 30 haben wir noch. Vielleicht eine Stunde? Echt? Das heißt, wir sind ja, wir sind ja vom Wertstoff. Also wenn wir 2 Stunden 30 mit Wertstoff das schaffen würden, dann wäre es ja super. Ja. Dann wäre es schneller, als ich letztes Mal gefahren bin. Und dabei kommen wir ja so schnell voran. Ja. Das Gute ist, wir sehen gerade, nach Berlin ist fließender Verkehr, aber das wird sich wahrscheinlich umstellen, wenn wir zurückfahren. Ja, klar. Das ist ja normal. Kennst du das als Kind, wenn du halt dann, oder bei mir auch, wenn das Gehirn einfach dann abschaltet, das habe ich in Schottland gemerkt, als ich da mit Steffen umgefahren bin, beziehungsweise Steffen, Fenja und Timo. Und nur Steffen und ich konnten fahren, weil Timo da gerade seinen Führerschein verloren hat. Hat aber, genau, und er hat gesagt von wegen, ich kann jetzt rein theoretisch wieder trinken, aber ich werde es dann nicht übertreiben. Und dann hat Steffen ihm gezeigt, wie man ein Bier anschreit und dann war Feierabend. Und erster Tag, Timo gleich voll hackedicht. Und, kannst du das bitte mal erklären, wie man ein Bier anschreit? Das war irgendwie so ein Ding, das hat Steffen mitgebracht. Du machst die Dose auf und das erste Bier des Tages wird angeschrien, dabei getrunken. Das heißt, du machst auf und schreist quasi in diesem und dann hast du schon das Bier am Mund. Und das war dann so, es braucht immer irgendwelche dummen Running Gags bei irgendwelchen Roadtrips, die halt viel mit, wir gucken uns das an. Und ich dachte, der Running Gag wäre Zähne putzen gewesen. Ja, stimmt, Zähneputzen war ja auch noch. Dass du dir auch noch kennst. Ja, jetzt fahr rüber mit deinem Sorrento. Ich hab das doch gemacht damals.
Ich habe das Vic Blau in die Wodkaflasche geworfen. Echt? Und dann wurde es übernommen. Und das ist bis nach Schottland gekommen. Jedenfalls war dann so, wenn wir haben den Tag uns immer geteilt mit Autofahren. Natürlich hat Steffen immer gesagt, ich fahre den ersten Tag, die erste Hälfte, weil wenn er dann halt irgendwie um 15 Uhr oder sowas gesagt hat oder um 13 Uhr, aber jetzt kannst du fahren. Was war dann das Ergebnis? Steffen hat sich sofort besoffen mit den anderen. Ja. Tatsächlich, wir sind jetzt hier, weil sie jetzt irgendwie hier so einen Unfall hat. Sieht nach Reifenwechsel, sieht nicht. Ja, Reifenwechsel vorne. Also ja, aber er geplatzt, das Ding ist komplett durch. Ja. Halleluja. Ja, das ist dann halt immer, wenn sie die bis zum Anschlag fahren. Ja. Also wenn die jetzt regelmäßig gewartet werden, dann wäre das ja nicht der Fall. Ja. Und dann, was wollte ich sagen, fahre ich halt alleine, weil die dann halt besoffen sind und dann relativ auch schnell schläfrig. Und da fange ich halt an, das ist ja was, ich kann das ja partout nicht leiden, wenn du schon siehst, den Fahrern fallen dann so die Augen zu. Ja. Also im Idealfall, gerade wer so einen längeren Umzug hat, ist es halt immer super, zwei Fahrer zu haben, die sich abwechseln können. Ja, das stimmt. Kannst du ja nachher fahren. Kann man machen, mit dem Tempo komme ich klar. Bloß mit diesen ganzen Knöpfen und Hebel und Pedalen, was soll denn das? Was hier ist das Gas, gerade auch nur Stufe 1 von 6. So wie Inge mal. Optischer Gag, Klaus zeigt auf die Heizung. Mit Inge habe ich ja mal gedreht, irgendwie für RTL Exklusiv oder irgend so ein Scheiß. Und dann sollte er halt so eine fette Limousine, irgendwie so ein 7er BMW fahren. Und dann meinte er, kannst du, ne? Ja, ja, ist Automatik. Ach so, muss ich irgendwas beachten? Ne, die Kupplung ist halt weg. Und was macht er? Du hast ja den linken Fuß, hast ja nur für die Kupplung. Ja. Damit du halt nicht Gas und Bremse treten kannst. Und was macht er? Ja, beide Füße. Er hat seinen linken Fuß für Bremse und rechten Fuß für Gas. Und wir haben dann immer gebremst und Gas gegeben. Das fand ich immer ganz toll. Weil er dann immer links von der Idee wollte halt immer durchdrücken, wie bei der Kupplung. Und dann war immer Bremsen ziemlich schnell, dass du halt ins Lenkrad gebissen hast oder woanders. Und Inge war total nervös. Der war ja relativ schnell mit dieses Dauerkiffen halt immer so ganz aufgeweicht, wenn er gemerkt hat, das wird hier gerade nichts. Oh nein, achso, ich dachte, der war jetzt schon wieder bei. Ja, und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe dann immer angefangen, was ich sehe oder was ich lesen konnte, habe ich einfach laut dann vor mir hergeschrien. So wie hier so ein Nummernschild. FKR! Sowas. Warum auch das? Das fand ich gestern in Stade schön. Das Stade-Nummernschild ist ja STD. Ja. Sexually Transmitted Disease. Achso, ich dachte Stunde. Nee, nein. Ach, wie wir wieder denken, ne? Ja. Ich hier in Zeitnot und er immer im juckender Schritt. Dafür, dass wir immer noch an der Baustelle sind und 80 fahren dürfen, fahren wir auf der rechten Spur fast 90. Ja, gut, aber wir sind hier gut im Tempo, ne? Ist ja Deutschland. Ja, und wie es damals bei der Führerscheinprüfung in Hannover anfing, vom Prüfer, nicht vom Lehrer, vom Prüfer, immer dem fahrenden Fluss, immer dem fließenden Verkehr anschließen. Mhm. Ich sage, ist das hier so ein Freifahrtschein? Ich kann hier nicht, wenn halt 50 erlaubt sind und alle fahren 70, immer dem fließenden Verkehr anschließen. Das ist so, aber wie soll ich das einer Blitzanlage oder einem Polizisten erklären? Ich habe ihnen nicht gesagt, dass sie zu schnell fahren sollen. Naja, aber wenn alle. Gut, Sir. Draußen passieren gerade malerische Fichtenwälder, der majestätischste aller Bäume. Oh, diese künstlich angelegten kleinen dummen Betriebshöfe, wo sie dann ihr Holz einmal herziehen. Ich habe ja diesen Film gesehen, irgendwie die geheime Welt der Bäume, glaube ich, heißt sie. Und da habe ich gelernt, dass es in Deutschland irgendwie nur eine Handvoll richtiger Wälder gibt. Also der Rest ist alles künstlich angelegt. Es gibt halt irgendwie so 3-4 Urwälder in Deutschland. Ja. Und die dürfen halt, da darf halt keiner rein. Also da machst du halt nach der Definition ja schon was kaputt, wenn du dann halt einfach mal so querfeld einrennst. Also wenn, dann machst du halt irgendwie Genehmigung und jetzt gucken wir uns mal was an so und dann darfst du halt dann irgendwie vorsichtig sagen, ja, aber nur da lang. Aber ja, aber auch so viele Sachen, die ich gar nicht wusste. Also zum Beispiel dachte ich immer von wegen, ja, ist ja gut, ne, wenn halt ein toter Baum ist und den man dann sägt und dann macht man da irgendwas draus, ist ja besser, als wenn er rumliegt. Was ich halt nicht auf dem Schirm hatte, dass er natürlich voll gespeichert ist von Nährstoffen, die der Wald halt braucht. Eingammelt wie Humus. Genau, und das ist halt super wichtig, dass der halt umkippt und dann halt einfach mal seine Jahre da liegen bleibt und alles abgibt, was er hatte. So. Hast du gesagt, eigentlich eine Wurmkiste, Max? Bitte was? Eine Wurmkiste. Was ist mit einer Wurmkiste? Sagt dir das was? Nee. Oder hast du eine? Nee, ich darf auch.
Brauchst du eine? Ah, nee, ist mit Dortmund. Willst du günstig eine haben? Dortmund ist so neurotisch, was das angeht. Was ist denn das? Eine Wurmkiste. Du hast eine Kiste, so eine Holzkiste mit verschiedenen Kartuschen drin. Eine einen sind Würmer. Wir sind aus der Baustelle raus! Entschuldigung. Juhu, dann aufs Gas. Fick das Tempolimit, wie das Bundeskabinett sagt. Stimmt, wir haben ja letztens wieder darüber entschieden, dass wir gesagt haben, wir sind ein Autostaat und sterben soll man hier auf der Straße. Ja. Ja. Das ist von Sonneborn, gab es neulich auch wieder einen Post, wer meinte, immer wenn irgendwas gegen die Natur, gegen die Menschen, gegen das Soziale ist, dann stimmen alle Konservativen und Liberalen dafür. Ja. Wie ist es eigentlich auf dem eigenen Gut, also quasi auf dem eigenen Grundstück, Waffen zu besitzen? Kann man das nicht mal so ein bisschen... Ja, da kann sich mit der AfD absprechen. Die ist schon ein bisschen überlegen. Ja, die wollen doch das Waffengesetz in Deutschland lockern. Also das ist doch auch... Aber ich kenn's ja auch noch ein bisschen locker. Ich kenn's ja noch, wo man halt sich eine ganz klare so kaufen konnte. Also, nee, wir reden schon mal richtigen Schusswaffen. So. Nee, die klauen sich ihr Programm ja auch so zusammen von anderen rechten Parteien. Das ist von den Republikanern. Freiheit und alle sagen, geil. Hört man uns noch? Ja, man hört uns noch. Mal. Okay. Wir reden ja jetzt automatisch ein bisschen lauter. Ja. Stimmt. Auf Vögel. Nein, Möwen. Nee, Kranen. Ja, ich weiß. Gänse. Boah, gerade. Vor dem Waffen. Erzählt. Sind wir eigentlich noch beim Thema? Ah, in 2 Kilometer kommt eine Baustelle. Das ist nice. Ganz Neues. Endlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie dieses 120 fahren, das ist Stress. Ja. Das ist Stress. Vielleicht nochmal, was glaube ich unser letzter Punkt war, auf längeren Fahrten entweder dann 2 Fahrer, die sich abwechseln können. Ja. Und dass man zumindest dafür sorgt, das hatte ich halt ganz oft beim Bund. Dass dann irgendeiner sagt, ja, ich bin der Größte, ich brauche den Beifahrersitz und sofort wegpennt nach 5 Minuten. Dass halt zumindest auf dem Beifahrersitz jemand sitzt, der mit dem Fahrer redet. Ja, also nicht ablenken, aber es ist auch ganz halt cool, wenn der halt nicht, ja. Weil das halt, wenn du ein Auto fährst, wo 4 Leute hinter dir pennen, dann ist halt die Unterhaltung auch vergleichsweise gering. Also ich muss sagen, wenn ich halt jetzt zum Beispiel so eine längere Strecke, also früher war es öfter mal, als ich nicht in Berlin gelebt habe und dann halt im Urlaub irgendwie im Auto, da fuhr man dann auch klassisch mit dem Auto irgendwo weg. Und dann fand ich es immer lustig, wenn es abends war oder nachts war und halt alle schliefen. Du hast vielleicht irgendwie eine coole Musik, dass du halt so, weiß ich, ein bisschen Driver-Style und du fährst halt dann irgendwie nachts Auto und siehst halt diese bisschen leere Autobahn und so, das war schon cool. Aber das stimmt schon, wenn du es jetzt irgendwie lange machst und am Tag und du hast vielleicht auch gerade was körperlich gemacht, sodass du dann immer denkst, oh. Ja, das ist mir gerade nach dem Umzug. Wenn der Körper halt irgendwie müde ist, du Sachen getragen hast, dann setzt du dich hin, kommst ein bisschen runter. Hast vielleicht noch einen Snack gegessen vor dem Ausbauen. Übrigens, Snack, hast du irgendwie Nüsse in deiner Tüte? Ach, Nüsse habe ich. Wo habe ich denn diese ganzen Nüsse überhaupt reingepackt? Hier ist ja noch eine Tüte, aber ich glaube noch. Naja, Spekulatio. Also Studentenfutter, das ist ja immer ganz geil, weil es ja immer super schnell. Ja, weil das so ein bisschen Feuchtigkeit hat. Ich habe die ganze Scheiße doch hier vorne dran. Hier ist Saft. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, die Tüte mit den Nüssen ist hin. Echt? Ja. Ich meine, wir können ja auch mal. Oder meinst du, was ist denn in der anderen Tüte hier drin? Saft. Einmachgläser. Okay. Wasserfilter. Scheiße. Ich habe nur die beiden Plastiktüten und nichts unterm Sitz oder so. Und da ist nur Wasser wahrscheinlich. Ah, Klaus biegt sich jetzt mal unter den Sitz. Nee, hier ist auch gar nichts unterm Sitz. Scheiße. Kann der noch einen schicken Käsecroissant ins Gesicht drücken? Nee, ich esse das nicht. Ich habe auch gar keine schicken Käsecroissants. Ja, oder was auch immer, was irgendwas von dem Zeug willst. Ja, vielleicht nochmal so ein... Wo habe ich denn diese Beutel hingepackt? Ja, das wird halt irgendwo hinten sein. Nee, das ist Käsebrötchen. Vielleicht mal so ein Schoko, genau. So, weit aufmachen. Aha. Klaus macht gerade die Tüte auf für mich. Ich glaube, das hört man. So. Danke. Bitte. Boah. Und gehaltvoll?
Von Palmfett pur. Da schmeckt man den Regenwald noch richtig raus. Aha. Ja, was hältst du denn ansonsten von so Sachen wie so einem Hund? Für den Umzug. Ein Hund? Ja. Wieso? Ja, so eine Karre. Ach, da ist Hund? Ja. Muss ich nicht. Ich dachte, was soll denn eine Töne da? Was sagst du, Lassie? Die Waschmaschine liegt im alten Brunnen? Ja, da hat man halt viel zu selten. Aber ich meine, so klar, klassisches Unternehmen, die halt Waschmaschinen transportieren. Aber ich finde, das Beste ist auch so eine Stufensackkarre. Weißt du, wo die, ja, wo die Räder sich mit, ja, wo du so drei Räder, ja, auf jeder Seite hast, ja. Das ist super. Ich habe ja auch den Umzug. Boah, Klaus. Boah, hier riecht so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob es die Fabrik ist oder einfach nur so Dünger oder was hier da gerade geschreddert wird. Ich glaube, wird. Ja, es ist schwer zu mehr. Boah, dieses hier. So ein bisschen wie die Matschlöcher beim Tough Mudder und Co. Haben wir auch so geraucht? Schrecks Wohnzimmer. Wir sind da rein? Da waren wir doch bis zum Hals fast drin. Aber es hat so gerochen? Shreks Wohnzimmer, ja. Ja, das war so eine Jauchegrube. Aber ehrlich, ich würde gerne mal wieder einen Tough Mudder machen, weil der halt auch so viel, also jetzt, ja, haben wir es ja nicht, aber diese ganze Schlammsache, das war total lustig. Also was ich total dumm fand, hätten irgendwelche Autoreifen auf eine Stange schmeißen oder so. Da habe ich gedacht, ey, die haben doch wohl echt keine Ideen mehr. Es ist halt nur so logistisch einfach so ein Scheiß. Ja. Aber, ja. Das fand ich halt geil, was war es, der Tough Mudder Berlin, der eigentlich bei Dresden ist oder bei Leipzig? Das ist ja auch geil, ne? Damit sie das offiziell so machen können, ja, dass sie den halt Berlin nennen, dann kannst du halt fast, also, es ist, ja. Ja, bequeme 5 Autostunden von Berlin entfernt. Ja. Unsere Barcelona-Fans fanden es super. Ja, also wir haben jetzt Leute brauchst du, Futter brauchst du, ja, Auto brauchst du, einen Hund brauchst du, obwohl einen Hund brauchst du vielleicht nicht. Hund brauchst du nicht, aber es hilft schon. Also. Was auch sehr wichtig ist, vorher echt gut packen, ja, sodass man halt alles so fertig hat. Was ich ein bisschen geärgert hat, ich hatte halt irgendwie 13 Kisten, die haben halt alles ganz gut gepasst. Aber ich habe dann wirklich so sperrigen, also die ganzen Taschen und sowas fand ich jetzt auch nicht schlimm, also fand ich nicht schlimm. Aber was ist so blöd für so eine sperrige Scheiße, dass es halt dafür nicht so eine Umzugsgroßtaschen gibt, dass du sagst von dem, ja, da passt halt irgendwie hier so ein Klappstuhl rein. Ich werde angerufen jetzt mal ganz kurz. Okay. Und hier sind wir wie. Eieieiei, das Wetter hat sich ganz schön umgestellt in den 8 Minuten, die wir hier pausiert haben. Oder weniger. Aber an sich, glaube ich, haben wir eigentlich alles für den was? Gelungenen Umzug dabei, oder? Wie, sind wir schon auf eine Stunde oder was meinst du damit? Nee, nein, aber mir fällt jetzt nichts mehr ein. Also wir sind bei knapp 50 Minuten. Alter, wir fahren voll in Unwetter rein, oder sehe ich das falsch? Ja. Das ist eine richtige Wand. Schwarze Gewitterfront. Ich bin echt froh, dass man so einen großen Auto hat. Also. Ja. Oder fällt jetzt noch irgendwas ein, wo du sagst, dass. Ist so ein klassisches Umzugsding. Nicht, dass ich wüsste. Also so Zugurte, Decken helfen halt immer. Ja. Halt nicht bei jedem Umzug ein absolutes Muss, aber ich denke schon, dass wenn wir das. Also heute haben wir uns halt echt das Leben gerettet, weil wir so den Kronleuchter auf seinen Wunsch hin im Umzugswagen aufhängen konnten. Die Affen haben erstmal hat Jan. Mein Kronleuchter, also ein Arm hat da schön kaputt gebrochen. Das ist ein alter Kronleuchter, der hing mal im Vereinsheim von Hannover 96. Und der hat drei Umzüge überlebt. Und jetzt, Jan ruckelt da auch an allem nachher noch rum. Und der, guck mal, hier ist auch schon ganz locker. Fass das nicht mal an. Naja. Das schweißen wir wieder zusammen. Easy peasy. Nee, ist auch egal. Geht nochmal Gas, geht die Tür. Jedenfalls konnten wir den halt schlecht hinlegen, deswegen haben wir ihn aufgehängt. Und jetzt in der Mitte von diesem
Eigentlich können wir das Bild vielleicht posten und dann unsere Gesichter da reinhängen oder so. Weiß ich nicht, oder? Was, welches? Ja, das Foto von dem Wagen, wie er in der Mitte aussah. Ja. Also, ja. Also seht ihr das hier jetzt? Ja. In der Mitte hängt halt mein Kronleuchter. Am Anfang hat Fritz mit einem dran gehangen und Jan hat irgendwie gedacht, ja geil. Und ich bin schon hinten reingeklettert, hinten auf der Waschmaschine saß irgendwie auf dem Sekretär. Und die, wir können das hier hinten reinlegen. Und dann hat Fritz noch die zweite Schlaufe rumgelegt. Ja, guck mal, hält doch von beiden Seiten. Das kann doch rumbaumeln ohne Ende. Und dann irgendwann kam dieser Punkt, wo es mir einfach egal war. Wo du echt denkst, dann ist das so gut festgebunden. Ja. Ist das sicher wie in Abrahams Schoß. Jetzt sieht es echt aus, als ob ich hier in Transporter gezogen bin. Also, als wenn ich gar nichts von Tiny House und von Leben auf engem Raum so wüsste, sondern einfach ganz normal, dumm eingerichtet. Sofa ist da, Kronleuchter, der alles versperrt. Ich glaube, nachdem der hingehängt wurde und erstmal jeder ein Foto gemacht hat, hat dann so, nach zwei Minuten später ist Jan nochmal rein, hat irgendwas rein und hat sich sofort an den Leuchter gestoßen. Und denkst, du hast selber gerade das da hinhängen wollen, hast jetzt diesen scheiß Leuchter und jetzt stößt du dich da. Eigentlich fehlt es halt nur noch, dass du irgendwie im Bademantel mit so einer Schüssel Müsli drin sitzt. Ja. Ich merke, dass ich noch sehr viel Bauchschweiß habe. Das liegt, glaube ich, an diesem fetten Latz hier. Gott, wir fahren in eine andere Zeit. Das ist echt, das sieht ein bisschen aus, als ob wir in die Apokalypse fahren oder das Tor nach Mordor. Ja, also es sind auch irgendwie Windräder, die richtig wild drehen und es aussehen, als ob sie sich gleich querstellen. Windräder, ja, die schlimmste Katastrophe fürs Klima. Ja, aber zum Glück ist doch so, in Datteln haben sie jetzt ein neues Kraftwerk eröffnet, ja, was halt unter anderem Kohle aus Afrika bekommt. Und was viel näher an der nächsten Stadt ist, als es mit dem Windrad erlaubt wäre. Ja, aber es macht halt auch nicht so einen Krach. Stimmt. Das stinkt. Ist auch nicht so hoch. Ne? Wie laut ist ein brennender Autoreifen? Da musst du ja mal überlegen. Ja. Der weckt dich ja nicht. Der lässt dich sogar noch länger schlafen, als du willst vielleicht, wenn du im selben Raum bist mit dem brennenden Autoreifen. Man kann das nur mit Humor nehmen. Das ist so, ja, gefährlich. Aber was willst du sonst machen? Das ist doch auch, das Kohle wird aus Afrika oder Australien importiert. Ja. Also noch einmal so um die Welt geschippert. Wo wir hier in Deutschland auch wirklich eine gute Infrastruktur schon haben. Wir haben ja viele deutsche Unternehmen, die Windräder und Solaranlagen herstellen. Ja. Es ist halt nur eine Frage davon, dass die Leute einfach mit den Eiern so tief bei RWE und Co. drin hängen. Das Geile ist ja irgendwie, dass RWE und Co. ja immer gefördert werden, ja, von den ganzen, vom Staat, und kriegen ja immer ohne Ende Geld. Und wenn ein Verein, der halt da Jahre und Jahrzehnte Geld gekriegt hat, dann irgendwann lahmgelegt wird, dann kriegen die ja Geld für den Rückbau. Dann sagen, ja, die von wegen, ey, wir wollen das, aber das müsst ihr aber, ja, ja, okay, dann kriegt er 3 Milliarden für den Abbau. Das war doch auch, ja, mal gucken. Das war doch auch bei der Heute-Show, wo sie dann meinten, so, es war so 2 oder 4 Milliarden Entschädigung für ein Kraftwerk, was ohnehin nächstes Jahr vom Netz gegangen wäre. Ja. Stimmt, die kriegen ja Entschädigungszahlungen, noch nicht nur. Wo du halt denkst, so, ey, das ist. Da wird mit Leuten Poker gespielt, die ansonsten nur 52 Hebe aufkennen. Alter, ist ja gerade geblitzt. Jo. Dachte ich auch gerade. Oh, wir fahren in richtig Ich habe schon überlegt, ob mein Licht gar nicht an ist. Ja. Aber eigentlich. Guck mal, du siehst doch den Schalter hier auch. Hier. Dirk zeigt gerade auf seinen Penis. Ja. Der ist doch auf dem richtigen, weil das ist ja Standlicht und das ist ja Ablenkung. Ja, würde ich sagen. Ja. Aber ich. Siehst nichts oder was? Ich sehe vorne keinen Schein, aber. Weil hier mein Tacho ist ja auch beleuchtet. Ich weiß aber, ja, nicht, ob der immer beleuchtet ist. Ja. Aber siehst du auch nicht, dass ich Licht mache beim Vordermann? Nee. Richtig, sehe ich auch nicht. Doch, jetzt sehe ich es. Guck mal, jetzt siehst du. Ja, jetzt, ja, siehst du das Licht. Jetzt, oh, wenn wir auf 10 Meter aufgefahren sind. Ja. Ich kann kurz Ablendlicht machen. Alter, wir fahren zum Glück immer nach Baustelle. Ja. Jetzt gerade hier mit 40, aber ist, glaube ich, nur für die abfahrenden Fahrzeuge. Echt so ein bisschen das Ende der Zeit. Ich mache auch Herzofen wieder ein bisschen an. Ja, yeah, bitte. Ganz lange. Die Zeit, als mir zu warm war hier, als hier die Sonne reinschien, ist auch definitiv vorbei. Eigentlich ist jetzt auch vom Sound her, wenn man so ein bisschen prasselnden Regen aufnimmt, ja, und es wird mir öfter oder uns oft gesagt, manche hören uns ja zum Einschlafen. Ich glaube, jetzt könnt ihr schön in Ruhe schlafen. Es hat sowas mit diesem Field Recorder in der Hand.
ein bisschen aufzunehmen von dem Zeug, was hier so um uns herum abspielt. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Jeff Bridges, der doch irgendwann mit seinem Aufnahmegerät aus dem Haus und sowas hat diese geilen Aufnahmen zum Schlafen gemacht. This is a beautiful sound from a flash. Es ist doch auch das ASMR ist doch total beliebt. Also dieser Audio. Oh mein Gott, Jan ist bestimmt hier mit 200 lang gefahren. Der kann ja. Der sitzt ja so hoch. Muss ja, glaube ich, auch. Ich glaube, wenn du halt so ein SUV hast, dann musst du halt leider so schnell fahren. Das zahlt die Firma das auch nicht. Ja. Weil ich glaube, dass du rausgefahren bist aus der Stadt. Ich habe ganz selten echt beim Autofahren den Scheibenwischer auf höchste Stufe. Aber jetzt ist er auch. Es ist auch wirklich. Und es sind auch immer so Intervall, so wo plötzlich merkt, jetzt. Also von der Lichtqualität hier würde ich auch sagen, es ist so dunkel wie in der hellen Nacht. Ja. Obwohl man ja im Dunkeln auf Autobahn eigentlich immer so mehr sieht, also beziehungsweise Markierung. Man hat dann irgendwie immer so klarere Bilder. Okay, neben Starkregen kommt noch so eine Hagelmischung dazu. Aber dafür ist dieser krasse Seitenwind gerade weg. Das ist auch nicht schlimm. Immerhin. Weil die Windräder uns den ganzen Wind nehmen. Ja. Ja gut, also ich würde sagen, wir sind so bei ungefähr 55 Minuten vielleicht, bevor wir hier noch mehr Wetterbericht machen. Haben wir denn wirklich alles? Ja, final abschließend habe ich schon erzählt, essen, Bier trinken, vielleicht, wenn man möchte, muss man nicht. Und was ich jedes Mal sage, also letztes Mal habe ich es auf jeden Fall gesagt, ein Umzugsunternehmen bestellen. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, habe ich jetzt mal gesagt. Genau, das ist das Wichtigste, nach jedem Umzug zu sagen, beim nächsten Mal nehme ich ein Umzugsunternehmen. Ja. Ich habe auch einfach, glaube ich, diesmal das so gemacht, weil ich halt auch einfach dachte, diese Entfernung. Also es sind ja so 170 Kilometer und ein paar zerquetschte. Und dann wird es halt teuer, weil du hast ein Unternehmen. Ach, Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Alter, bitte. Und Unternehmen. Hier. In Berlin. die sagen 15 Euro die Stunde, alles dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade so, es ist einfach zu krass. Ich finde, es gibt ja auch diese Eier. Ein bisschen Starkregen. Ja. Aber solange wir noch ein guter Dinge sind und er lächelt, anstatt Angst zu haben. Also ich sehe und die Seite nicht. Selbst die höchste Stufe hier von Scheibenwischer. Ich kann nicht sagen, dass ich gut sehen kann. Nee, man sieht halt ab und zu mal so ein paar Lichter aufblitzen und denkt, das sind andere Autos. Außentemperatur 4 Grad. Mein Wagen sagt gerade, Warnung vor Glätte. Ja gut, ich würde sagen, wir canceln das mal. Ihr hört uns bald wieder, vielleicht. Vielleicht. Wenn ich bin hier außen voll versichert. Was soll passieren? Das ist so ein bisschen wie auf so einem Schiff in einem Sturm. Ja, bloß da sieht man wahrscheinlich was. Ja, das kann ich nur sagen als abschließende Blödsinnsmeldung. Vor der irischen Küste ist ein havarierter Tanker angespült worden, der von der Besatzung verlassen wurde und der ein Jahr über den Atlantik steht. Hat er denn wenigstens seine Ware abgeliefert? Das weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal in den Artikel schauen. Das kann ich in der nächsten Folge referieren. Aber okay. Die Crew musste halt irgendwie von der amerikanischen Küstenwache irgendwie vor der Küste Kanadas oder so evakuiert werden. Ja. Und dann trieb das Ding halt ein Jahr oder mehr als ein Jahr über den Atlantik. Aber dass das nicht getrackt und gefunden wird. Ja. Also die sind doch getrackt. Da muss doch jemand dann sagen, okay, ich flieg halt raus, fahr dahin und übernehme das und fahre das jetzt in 2 Monaten zurück, anstatt zu sagen, keine Ahnung, wo es ist. Die Frage ist halt, ist das ein Versicherungsfall oder ist die Ladung das wert? Achso, ja, natürlich. Wahrscheinlich gibt es halt Leute, die sagen, dieser ganze Aufwand sind jetzt einfach mal 120.000. Lassen wir liegen. Das Schiff hat einen Schaden, deswegen muss das evakuiert werden. Okay. Also ich glaube, die Sache, weil die konnten das gar nicht so einfach, weil selbst wenn sie gewollt hätten, einfach mitnehmen. Ja. Krass. In diesem Sinne havarieren wir hier jetzt Ja. für Mr. Dirk und Klaus live on the road.
Genau, schickt uns auch weiterhin Flaschenpost, benüsse@gmail.com oder @benüsseport auf Twitter. Aus eurem Boot, aus eurer Badewanne heraus, empfangt ihr uns auf Benüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Klaus hält sich schon fest. Ja, oder allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. In diesem Sinne.